Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Woche hier bei uns. Und die beginnt wie immer montags mit einer offenen und freien Themenrunde. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht, das ist die Maureen. Maureen, stimmt das? Nö. Nö, Maureen? Nee, Maureen. Maureen. Mhm, genau. Maureen. Mhm. Du bist 35. Genau. Schön, dass du da bist. Danke. Um was geht's bei dir? Ich hatte schon mal angerufen und das war wohl nicht so ganz was. Und dann hat man mich heute wieder angerufen und es geht um Sozialphobie, die ich habe. Du hast eine Sozialphobie. Ja. Was heißt das ganz genau? Ich habe einfach Angst vor Menschen und ich nehme seit 3 Jahren Tabletten, die relativ schnell abhängig machen, aber ohne die kann ich nicht leben. Lass mich unterbrechen, du sagst, du hast Angst vor Menschen. Ja. Wie macht sich das deutlich? Ganz einfach, also hätte ich jetzt diese Tabletten nicht. Also ich meine, ich rufe ja jetzt auch an. Das ist ja auch irgendwie was, wo man sagen könnte, warum machten die das, wenn die dann irgendwie Angst vor Menschen hat, dann wird die ja gar nichts mehr tun. Ja, aber wie schafft die das, ne? Könnte man fragen. Genau, sowas. Und hätte ich die nicht, würde ich gar nicht mehr rausgehen. Ich tue es sowieso eigentlich gar nicht. Also ich habe auch keine Freunde und oder Freundinnen habe ich überhaupt nicht. Und hätte ich das alles nicht, würde ich es noch nicht mal mehr bis zum Bäcker schaffen. Mit den Tabletten schaffe ich es wenigstens so weit, dass ich das Nötigste machen kann. Ja. Es passiert aber auch sehr oft, dass ich irgendwo zum Beispiel im Supermarkt stehe, an der Schlange, und plötzlich eine Panikattacke bekomme. Ja. Also so schlimm, dass ich dann wirklich denke, irgendwie ich kann nicht mehr. Es war auch einmal der Fall, dass ich wirklich dann vor der Kassiererin stand und mir haben die Hände so gezittert. Das war mir so peinlich. Ich bin in den Markt nicht mehr wieder reingegangen. Und du sagst, du bekommst seit 3 Jahren Tabletten. Wie lange aber hast du schon diese Erkrankung? Seit meiner Kindheit. Seit deiner Kindheit. Das heißt, es gab nie eine Zeit, wo es mal so richtig gut und normal bei dir gelaufen ist. Nee. Und warum erst seit 3 Jahren diese Tabletten? Weil, na, das ist jetzt ein bisschen peinlich. Also, ich habe auch noch ausgerechnet einen Vater, der ist Psychiater. Ach. Ja, ich hatte auch schon mal, nein, das darf ich nicht sagen. Aber, Dein Vater ist Psychiater? Nein, ja. Und es ist eben so, dass in der Familie relativ wenig geguckt wird und dass sowas auch eigentlich gar nicht irgendwo Thema war. Weil das heißt, er hat immer irgendwie alles, Sozialphobie ist auch irgendwie so, ich habe das lange auch überhaupt nicht, ich habe immer gedacht, ich wäre verrückt. Ja. Wirklich. Und der Vater, obwohl er vom Fach ist, hat das nicht frühzeitig bei seinem Kind erkannt. Nee, weil ich habe... Bist du denn sehr gut? Ich habe sehr gut schauspielern können. Und ich habe auch sehr gut Tabletten klauen können. Das muss ich dazu auch noch sagen. Achso, du hast also als Jugendliche oder als... Das hatte schon angefangen mit 16. Hast du Tabletten geklaut, von denen du wusstest, die könnten dir irgendwie ein bisschen helfen? Ja, und ja. Diese habe ich Tabor mir geklaut. Tabor ist ein sehr starkes Beruhigungsmittel, ähnlich wie Valium, ne, kann man glaube ich sagen. Nö, ja, nicht so direkt, aber es ist schon so in der Richtung. Mit hohen Nebenwirkungen und Suchtpotenzial und so weiter. Klar. Diese Medikamente, die du jetzt im Moment nimmst seit 3 Jahren. Die sind auch nichts was anderes. Und bekommst du die von deinem Vater? Ja. Weil ich die von keinem anderen Arzt bekomme, weil ich bei sehr vielen Therapeuten war und weil ich mich irgendwie mittlerweile so einschätze, dass ich irgendwie therapieresistent bin. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wie viel mir hat keiner helfen können, außer
dass ich irgendwie normales, nee, normales Leben führe ich ja nicht, aber ein Leben führen kann mit den Tabletten, die ich eben nehme. Hm. Was für ein Leben führst du denn? Lebst du alleine? Gar keins, ja, alleine, gar ganz keins. Alleine. Wo wohnst du noch? Bei deinen Eltern? Nein, oder hast du? Gar nicht. Nein. Also ich habe eine Einzimmerwohnung. Ja. Und ja. Du sagst, ich führe gar kein Leben. Nö, ich habe keine Freunde, ich habe kein Sozialleben, gar nichts. Ich habe meine Eltern, die liebe ich unglaublich. Hm. Das kann ich gar nicht anders sagen. Hm. Und ich habe zwei Schwestern und das war's. Die du auch das liebst? Das ist mein Leben. Ja, die liebe ich natürlich auch. Hm. Hattest du mal einen Freund oder eine Beziehung? Ja, klar. Hattest du? Aber das hat nicht lange gehalten, weil ich das nicht kann. Ja. Weil das immer darauf hinausläuft, dass ich dann irgendwo vielleicht zu sehr klammere oder einfach auch irgendwo nicht irgendwie lebensfähig bin. Ja. Bin ich nicht. Ja. Bin ich einfach nicht. Ich habe auch keinen Beruf. Das wollte ich gerade fragen. Habe ich nicht. Von was lebst du? Von meinen Eltern. Von den Eltern. Mhm. Aber wenn der Vater, ich muss jetzt nochmal darauf zurückkommen, wenn der Vater Psychiater ist, macht er sich nicht irrsinnige Sorgen um dich? Der erkennt doch die. Mittlerweile, das ist ja auch noch sowas. Ich habe so viel da mittlerweile gelogen, das ist ohne Worte. Also, man darf es ja irgendwie gar nicht so sagen. Also, ich habe Abitur. Ja. Ich habe einen angefangenen Lehrer. Die habe ich dann abgebrochen. Ich habe ein angefangenes Studium, das habe ich dann auch abgebrochen. Ja. Und dann kam man dann irgendwann mal drauf, dass ich das dann habe. Und ja, ich bin... Da kam er drauf, dass du das hast und ja, dann? Ja, ich kam nicht drauf. Wie sollte ich auch? Ich habe ihn ja nicht vom Fach. Ja, er kam drauf. Ja, und ich bin dann auch in eine Verhaltenstherapie gegangen. Hm. Und ja, der Therapeut war klasse. Der war wirklich richtig klasse, aber der musste dann leider irgendwann nach, ich glaube, das war 3 Monate oder sowas, dann musste der weg. Morin, lass mich nochmal fragen, das habe ich gerade nicht verstanden mit der Ausbildung. Ich habe keine. Nee, aber du hast damit angefangen. Ja. Und dein Vater hat das mitbekommen. Ja. Und wie fand er das? Wie fand er was? Ja, dass du eine Ausbildung angefangen hast. Ja, das fand ich natürlich toll. Das fand er toll. Mhm. Ja, aber nie. Also man muss dazu sagen, die Lehre fand er nicht toll. Warum? Weil das gehört sich nicht für ein Akademikerkind. Ach so. Also ganz blöd gesagt. Jetzt kommt da so ein komischer Standesdünkel auch noch dazu. Ja, irgendwie schon. Mhm. Ja, also ich will das jetzt aber auch nicht so, dass mein Papa ist, der kann... Das ist eben so. Hm. Jeder kann nicht anders, wie er ist. Und der hat sich wirklich mühsamst hochgearbeitet. Hm. Na gut. Hat sein Abi nachgemacht. Reden wir nicht über den Vater, reden wir über dich. Okay. Mich machte gerade ganz stutzig und da bekam ich große Ohren, als du gesagt hast, du bekommst jetzt von deinem Vater Medikamente. Ja, die sind ähnlich wie Valium oder Tabor. Ja, klar. Resotril heißen die. Was... sehr gefährliche Medikamente sind, die man... Gefährlich sind sie nicht, aber ich meine, sie machen süchtig. Ja. Das ist so. Ja, insofern sind sie auch gefährlich dann. Ich habe auch schon öfters mal während Therapien, die ich ja nun öfters auch hatte, einen Entzug gemacht. Der war nicht gerade witzig, aber ja klar, ich weiß, wie das ist, davon wieder wegzukommen und wieder hinzukommen. Aber ich kann ohne das Zeug... irgendwie leben. Und ich frage das nochmal, klar, diese Medikamente, die stibitzt du nicht bei ihm, sondern nein. Die gibt er dir ganz wissend, was er da tut. Hm. Wenn du jetzt zu einem anderen Psychiater gehen würdest, was würde dann passieren? Der würde mir gar nichts geben. Der würde wieder sagen, gehen Sie wieder runter auf null. Hm. Und dann bin ich wieder runter auf null. Und komme wirklich überhaupt nicht mehr aus meinem Haus raus. Was soll ich denn machen? Aber nun bist du 35 Jahre alt. Ja. Wie siehst du deine Zukunft? Gar nicht. Das ist aber traurig, ne? Ja. Hast du dich aufgegeben? Ja. Ja? Ja. Ja. Entschuldigung. Hm. Ich bin sonst nicht so. Nein, das ist aber auch gar nicht schlimm. Das ist auch gar nicht schlimm, dass du... Nein, ich bin sonst nicht so.
Ja, ist auch, ich finde es aber auch völlig normal, wenn du weinst. Oder es ist ja auch eine gravierende Frage und wenn man dann so antwortet. Ich habe keine Zukunft. Wie denn auch? Ich bin 35 Jahre alt. Ich habe keine... Entschuldigung, Moment mal. Ja. Ich habe keine Berufsausbildung. Mhm. Ich habe keine Freunde. Ich habe meine Eltern. Mhm. Und sonst habe ich nichts. Du hast... Tut mir leid. Nein. Du hast dich aber hier bei mir gemeldet. Warum? Heute habe ich mich nicht bei dir gemeldet. Habt ihr euch bei mir gemeldet? Ja, aber du musst wahrscheinlich vorige Woche mal angerufen haben, weil ja, die Kollegen dich dann zurückgerufen haben. Weil, ja, weil es ging um das Thema schüchtern und gehemmt und ich wollte einfach nur darauf mal aufmerksam machen, wie schlimm das ist, eine Sozialphobie zu haben, weil das viele einfach auch nicht wahrnehmen wollen. Die denken immer irgendwie, das ist immer so. Ja, die Leute. Manchmal wünsche ich mir wirklich, ich hätte irgendwie ein Bein weniger. Ich glaube irgendwie, mein Leben wäre einfacher, wenn ich irgendwie Bein amputiert wäre, aber nicht psychisch gestört. Das wäre mir wirklich manchmal lieber. Und das ist das, was ich eigentlich sagen wollte, weil sowas wie eine Sozialphobie, das kapiert kaum jemand. Und das ist so schwierig. Das verstehen noch nicht mal mehr die nächsten Angehörigen. Unbedingt. Die sagen immer, nun reiß dich doch mal bitte ein bisschen zusammen. Ich kann das aber nicht. Nein, das kann man auch nicht. Das ist mir völlig klar, Maureen. Ich fühle mich gerade in einer sehr bedrückten Stimmung. Warum denn? Weil ich wie ein Verrückter gerade im Hinterkopf nachdenke, ob man vielleicht doch irgendeine Möglichkeit findet, dir etwas zu helfen. So wie du es geschildert hast, ist die Situation ja wirklich äußerst ernst. Du hast Therapien hinter dir, dein Vater ist Psychiater, da ist ganz viel passiert um dich herum und mit dem normalen Psychologengespräch ist da nur wirklich nicht geholfen in deinem Fall. Was soll ich denn machen? Wärst du denn bereit, dich auch vielleicht doch noch einmal in... Ich muss aber noch was dazu sagen. Sozialphobiker können relativ wenig und sind die besten Lügner der Welt. Mhm. Und irgendwie auch die besten Schauspieler der Welt. Aber du hast mich jetzt nicht belogen hier. Nein, ich habe dich jetzt nicht belogen. Mhm. Aber es ist einfach so, dass ich... auch im Moment nicht krankversichert bin. Dass du im Moment nicht? Krankversichert bin. Ich bin nicht krankversichert. Du bist nicht krankversichert? Nein, das weiß kein Mensch. Und ich kann, wenn ich mir selbst jetzt Hilfe suchen würde, ich könnte es ja gar nicht, ich bin nicht krankversichert. Und dein Vater? Würde dir nicht helfen? Dann müsste ich ja wieder beichten und das wäre wieder mal so ein Schlag auf den Kopf. Ich glaube, ich weiß nicht, wie lange ich das noch ausstehen kann, weil ich habe schon genug Scheiße gebaut. Ich bin so ungefähr das schlimmste Kind, was sich jemand vorstellen kann. Maureen, jetzt wollen wir mal Folgendes überlegen. Ich habe immer gute Erfahrungen gemacht, wenn Situationen sehr verfahren waren und wir alle nicht weiter wussten, wenn ich mein Publikum angesprochen habe. Uns hören jetzt und sehen uns ganz viele Leute zu, überall in Deutschland, der Schweiz, Österreich. Leute, die ähnliche Erkrankungen haben oder hatten wie du. Leute aus dem medizinischen Bereich, die sich sehr gut auskennen. Okay. Soll ich frage jetzt einfach mal raus, hier in die Kamera rein und ins Mikrofon, wer eine Idee hat, ich meine, das wäre ja schon mal ein Anfang, wer eine Idee hat, wie man dir helfen könnte, die dir helfen könnte. Das wäre sehr schön. Ich schaffe es selber nicht. Ich kann ja krankenversichert sein. Ich schaffe es noch nicht mal mehr. Ich habe selbst Hemmungen, dieses Formular auszufüllen, weil da drin steht, sie müssen ihren Lebenslauf angeben. Und das kann ich nicht. Das ist mir so peinlich. Ich glaube, dass jemand, der sich mit dieser Erkrankung, mit dem Krankheitsbild auskennt, das sehr, sehr gut versteht, was du gerade gesagt hast. Ich bitte euch sehr, uns zu mailen, wenn ihr eine Idee habt, ob es eine sehr gute Klinik, eine Kapazität irgendwo gibt, wo man auch diesen speziellen Fall sich denken könnte. Ich bitte euch sehr, euch bei uns zu melden, domian@wdr.de, und wir werden wieder Kontakt mit Maureen aufnehmen, wenn
eine gute Information gekommen ist. Das würde ich dir sehr gerne anbieten, weil das, was wir hier im Hintergrund anbieten können, natürlich kannst du auch gerne noch mit meiner Psychologin etwas sprechen, aber das sprengt natürlich den Rahmen unserer Möglichkeiten. Ich weiß. Ich würde es dir von Herzen wünschen, Maureen, dass etwas Gutes irgendwie als Reaktion auf unser Gespräch zurückkommt. Und ich möchte auch noch was sagen. Für alle Menschen, denen es genauso geht, wie es mir geht. Mir geht es gerade nicht gut. Aber für alle möchte ich einfach nur sagen, es gibt immer einen Morgen irgendwie. Und aufgeben ist nicht. Aufgeben ist nicht. So. Aufgeben tut man nicht und das macht man einfach auch nicht. Das ist ein schöner Satz, den du jetzt dann noch gesagt hast, Maureen. Jetzt bitte ich dich aufzulegen. Mach ich. Wir rufen dich nochmal an. Okay. Und du hast mein Wort natürlich, dass du sofort alle Infos kriegst, die wir uns hier eintrudeln. Danke, aber Internet habe ich im Moment nicht. Nee, aber wir werden uns schon mit dir in Verbindung setzen und dann kriegst du es per Post zu. Also daran soll es nicht scheitern. Danke. Alles Gute von Herzen. Okay, tschüss. Auf Wiederhören. 0800 220 5050. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch hier bei uns. Die Nummer ist kostenfrei oder mailt ganz einfach. Und wenn ihr mailt, bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer in die Mail reinzuschreiben. So, an dieser Stelle schon mal der Hinweis auf morgen. Morgen ist Dienstag, da haben wir wieder Themennacht. Und das Thema morgen heißt Jung und vom Schicksal getroffen. Ich möchte gerne mit jungen oder sogar sehr jungen Leuten sprechen, die zum Beispiel einen schweren Unfall hatten oder die plötzlich ganz schwer erkrankt sind, plötzlich und unerwartet und für ihr Alter ganz, ganz überraschend oder die völlig unerwartet auch in sehr, sehr jungen Jahren mit dem Tod konfrontiert worden sind. Also das ist unser Thema morgen, jung und vom Schicksal getroffen. Ich möchte gerne mit sehr jungen Leuten oder jungen Leuten reden, denen schlimme Dinge widerfahren sind und die sie vielleicht deshalb völlig aus der Bahn geschmissen haben oder das Leben hat einen ganz anderen Verlauf genommen. Das ist unser Thema morgen. Heute, wie immer, eine offene und freie Themennacht. Und wenn ihr gerne anrufen wollt, dann freue ich mich. Und jetzt freue ich mich auf den Marcel. Der ist nämlich jetzt mein Gast hier am Telefon und der Marcel ist 18. Hallo Marcel. Hallo. Hallo Marcel. Was ist denn dein Thema? Ja, also bei mir ist das ganz schlimm und zwar mit der Familie. Und zwar gibt es bei mir das Thema Outing. Und zwar hatte ich im Dezember 2006, also letztes Jahr, meinen ersten Freund. Und nach 2 Wochen Beziehung habe ich dann halt gemerkt, dass es meine große Liebe ist. Das ist mein erster Freund und mit dem bin ich halt noch bis heute zusammen. Ja, und den habe ich dann nach 2 Wochen halt einen Brief geschrieben und Inhalt des Briefes war halt, ja, dass es mir ernst mit ihm ist und dass ich halt schon große Gefühle für ihn entwickelt habe. Und diesen Brief habe ich halt noch nicht abgegeben, sondern in meinem Zimmer in der Schublade versteckt. Moment, dieser Brief ist gerichtet an den Freund? Genau. Mit dem du aber jetzt fast schon ein Jahr zusammen bist? Genau. Ja. Das war halt also im Dezember letzten Jahres. Naja, ist klar. Ja, und diesen Brief habe ich dann halt versteckt und weil ich war damals noch nicht geoutet. Und ich kam halt von der Schule damals, bin direkt in die Küche gegangen, hab mir was zu essen gemacht und kam meine Mutter mir hinterher und hatte diesen Brief in der Hand. Ach, dann hat die in deinem Zimmer rumgeschnüffelt? Genau. Und hat war der Brief verschlossen? Ja. Die hat den Brief aufgemacht? Genau. Was stand denn vorne als Anschrift auf dem Brief? Der Name deines Freundes? Genau, da stand nur Patrick drauf. Und sie hat den Brief genommen und geöffnet? Genau. Warum? Ja, das ist, ich habe ein gestörtes Verhältnis mit meiner Mutter schon seit ich 12 bin. Ja. Hatte die denn irgendein Misstrauen, dass da irgendwas im Busch ist? Nein, ich denke nicht. Das zieht sie schon seit Jahren, so dass die, ich weiß nicht, also wir trauen uns halt gegenseitig nicht über den Weg und deshalb kommt schon mal öfters vor, dass sie in meinem Zimmer halt rumschnüffelt und nach Sachen sucht. Verstehe, also die hat gar keinen Respekt vor deiner Privatsphäre. Genau, ja. So, jetzt hat die den Brief aufgemacht und hat quasi die große Liebeserklärung gelesen, die du einem Mann gemacht hast. Genau. Und dann? Ja, dann hat sie halt diesen Brief geöffnet und dann haben sich meine Geschwister halt auch drumherum versammelt. Wie viele Geschwister hast du? Ich habe noch 3 andere Geschwister. Wie alt sind die? Von welchem Alter? Von 19, also von 7 bis 19. Ja.
Ja, und also der ganz Kleine war halt nicht dabei, sondern nur... Und gibt es einen Vater in der Familie auch? Nein, den, zu dem habe ich schon seit 12 Jahren keinen Kontakt. Okay, so, jetzt haben sie alle versammelt und dann? Dann hat sie halt so ein paar Zeilen rausgelesen. Meine Schwester, die fing schon irgendwie an zu weinen so ein bisschen. Hm. Und dann hat sie halt ausgeholt und mir eine geknallt. Wer, die Schwester oder deine Mutter? Ja, meine Mutter. Hm. Und dann habe ich die angeguckt und gefragt, was das soll. Da hat die gesagt, was das soll, was ich ihr wohl antue, also der ganzen Familie. Mhm. Ja, und dann bin ich nach oben gegangen und jetzt habe ich schon seit 9 bis 10 Monaten, also es zieht sich durch, schon seit letztes Jahr haben wir kein Wort mehr miteinander gewechselt, bis halt auf den 16-Jährigen, der ab und zu mal Hallo und Tschüss sagt und was ich wohl mache und so. Wie, fast das ganze Jahr jetzt spricht deine Familie nicht mit dir? Ganz genau so ist es. Und deine Mutter auch nicht? Gar nichts? Ja. Gar nichts. Auch nicht guten Morgen, guten Tag, hast du Hunger oder irgendwas? Gar nichts. Nee, ich hatte im August eine Ausbildung zum Koch angefangen. Hm? Die habe ich aber abgebrochen. Hm? Ja, und da habe ich halt, ich jobbe halt jetzt auf 400 Euro Basis und bei uns im Partykeller steht halt ein Kühlschrank, eine Kochplatte und ich bin mittlerweile auch so schon dabei, dass ich mir meine eigenen Sachen selber kaufe und. Und unten kochst. Genau. Für mich selbst. Boah, das ist ja krass, Marcel. Das ist ja heftig. Das ist ja wirklich absolut krass. Ich kann es ja gar nicht glauben, dass deine Mutter fast ein ganzes Jahr und auch der Rest der Familie nicht mit dir spricht, nur weil du einen Freund hast und weil du schwul bist. Aber den Freund hast du noch, ne? Ja, genau, mit dem bin ich noch zusammen. Das finde ich so schlimm, was deine Familie macht. Und du hast meine volle Sympathie. Meine volle Sympathie, ich bin komplett auf deiner Seite. Ich finde das unerträglich, was deine Mutter macht und absolut verantwortungslos. Ja. Es ist ganz schlimm, was sie tut. Mir geht's auch ehrlich gesagt gar nicht mehr gut hier. Ich finde es unmöglich, hier zu bleiben. Ich bin nervig am Ende, fühle mich von meiner eigenen Familie, vom eigenen Fleisch und Blut verstoßen. Mhm. So. Das halt nur, weil ich schwul bin. So, eigentlich gibt es da nur die einzige Möglichkeit, dass du siehst, so schnell wie möglich herauszukommen. Ja, aber das ist jetzt auch ein Problem, weil ich die finanzielle Möglichkeit zurzeit nicht habe. Ist mir klar. Dennoch, solltest du, wohnst du in einer größeren Stadt? Ich wohne in der Nähe von Köln, also in Bergheim. Ja. Dass du vielleicht irgendwo ein WG-Zimmer bekommst oder so, was nicht so teuer ist. Also, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall muss das Ziel sein, dass du aus dieser Familie rauskommst, weil das macht den härtesten Kerl, macht es kaputt, wenn man mit ihm nicht redet. Ja. Ich sag's nochmal, ich bin wirklich fassungslos, was deine Mutter da macht. Ich bin fassungslos. Du wirst sie jetzt nicht verändern im Moment. Das heißt, die einzige Rettung, die einzige Lösung ist weg da. Ja. Kannst du nicht zu deinem Freund ziehen? Hat der eine eigene Wohnung schon? Nee, der lebt auch noch bei seinen Eltern. Das ist auch gerade nicht so. Und wissen die Eltern Bescheid und finden die es in Ordnung? Ja. Ja. Und da kannst du auch öfters hingehen und ihn besuchen, ja, das ist kein Problem. Ja, also kein Problem. Hast du den Leuten erzählt, was bei euch zu Hause los ist? Mhm. Ja, und was sagen? Mit den Eltern verstehe ich mich auch ganz gut. Aber die verstehen das halt auch nicht, wie eine Familie oder wie eine eigene Mutter es halt so sehen kann. Mhm. Ich meine, weil Homosexualität ist ja schon lange kein gesellschaftliches Tabuthema mehr. Und nee. Ich dachte halt, meine Mutter würde das halt auch tolerieren. Ja. Jetzt hast du die Lehre angefangen und wieder abgebrochen mit als Koch. Warum? Ich habe das gerade gar nicht, war so noch so in den Gedanken bei deiner Mutter. Warum hast du sie abgebrochen? Das waren Probleme mit dem Betrieb halt. Ach so. Es hatte was mit Drogen zu tun, da wollte ich nicht mit reingezogen werden, dann habe ich da direkt abgebrochen. Aber du nimmst keine Drogen? Nein, ich nehme keine Drogen, auf keinen Fall. So, wie sind die Pläne? Das ist eine der wichtigsten Überlegungen, dass du... Die Lehre ist das Allerwichtigste überhaupt, neben deinem Leben, deinem Wohnen natürlich. Aber du musst natürlich jetzt sehen, dass du so schnell wie möglich irgendwo eine Lehrstelle bekommst. Ja. Wie sieht es da aus? Bist du aktiv? Klar, ich bin auf jeden Fall aktiv. Ich bin jeden Tag am Suchen und ich suche halt was in der Umgebung, was nicht so weit weg ist. Also Köln und hier im Umkreis, Erftkreis, das ist ja noch völlig okay. Mhm. Was weiter ist, da ist es schwer. Na gut, das ist ja schon mal ein großes Einzugsgebiet rund um Köln. Ja. Es gibt ja auch in Köln so Netzwerke für Schwule, junge Schwule. Ja, das kenne ich, das Anyway. Das ist so ein schwules Jugendamt, genau. Schwules, lesbisches Jugendamt. Hast du da Kontakt schon mal mit den Leuten gehabt? Ja. Ja, vielleicht...
kann man da auch irgendwie sich noch ein bisschen mehr bemerkbar machen, dass du suchst und dann weiß der eine was, der andere weiß was und also je mehr Leute du ansprichst, desto größer ist die Chance, dass du was findest. Ja, nur, ja klar, du hast recht, auf jeden Fall. Nur die Zeit ist halt jetzt auch irgendwie weggerannt, weil es ist jetzt auch schwer, jetzt noch eine Ausbildung zu finden. Ja, ist klar, Oktober. Ist mir klar. Also das ist, du hast da zwei fette Probleme am Hals. Einmal musst du eine Lehrstelle finden und du hast das finanzielle Problem am Hals. Und nur wenn du das Finanzielle einigermaßen im Griff hast, kannst du ja auch von zu Hause raus und weg. Hast du dich denn so in Sachen WG-Zimmer schon mal ein bisschen kundig gemacht in Köln? Nee, gar nicht. Würde ich mal machen. Mal, guck doch mal so, wie hoch die Preise sind und was könntest du maximal bezahlen. Du könntest ja auch nebenher irgendwelche Jobs machen im Moment. Irgendwas gibt ja viel Kleinkram, wo man so rumjobben kann. Ja. Also ich will jetzt nicht kleinreden, aber dahinter steckt nur der Gedanke, dass du alles unternehmen musst, um da rauszukommen. Alles. Ja. Allein um deine Psyche zu schonen. Und irgendwann, wenn du mal richtig gesetzt irgendwo bist und dann kannst du dir die Mutter mal zur Brust nehmen, was das für ein mieses Verhalten war damals, was sie mit dir gemacht hat. Ja. Lehrstelle. Was wären dein Traum? Was würdest du denn gerne machen? Ja, Koch hast du jetzt angefangen? Nee. Ich hatte ja davor eine Lehrstelle zugesagt bekommen als Reiseverkehrskaufmann. Ja. Nur die habe ich irgendwie sausen lassen und dann habe ich halt eine als Koch bekommen und das war halt erstmal nur die Notlösung. Ja, also Richtung Reise kam, wäre schon dein... So Kaufmann Richtung so. Also nicht unbedingt ein Handwerk? Nee. Also wenn ich, ja klar, ich würde das auch nehmen, ich würde direkt eine Ausbildung nehmen, die frei wäre, die würde ich klar. Ja, was hast du von Schulabschluss? Ein Fachoberschulreife, also Realschulabschluss. Realschulabschluss, ja. So. Ja, vielleicht hört uns hier der ein oder andere schwule Arbeitgeber zu, der, ja, kann ja sein, also der gerade vielleicht auch einen pfiffigen jungen Mann hier im Raum Köln braucht und er ihm eine Lehrstelle anbieten könnte und sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt, ihm sozusagen dann auch noch ein sehr gutes Werk tut in seinem Leben. Ja, genau. Sagen wir mal einfach so, Marcel. Gucken wir mal, ne? Ja. So, aber darüber hinaus nochmal mein gesamte Solidarität für dich. Und halt durch und sieh zu, dass du da so schnell wie möglich rauskommst. Dankeschön, ja. Alle Schuld trägt deine Mutter. Ja. Okay. Mein Lieber, toi 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 und viel Kraft und alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So, und weiter geht es mit dem Sven. Und Sven ist 46. Hallo Sven. Hallo Jürgen, ich grüße dich. Hallo Sven, was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass meine Freundin lebensmüde ist und das heißt, sie will sich jetzt immer das Leben nehmen. Und das ist jetzt passiert letzte Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Also dazu muss ich sagen, dass ich mit dem LKW nachts immer unterwegs bin. Also ich hau abends ab und bin morgens wieder zu Hause und fahre normalerweise immer die gleiche Strecke und dann bekomme ich halt irgendwann so gegen 9:30 abends, dann weiß ich schon, wenn da irgendwie eine SMS kommt, weil das jetzt über 2 Wochen, das war vorletzte Woche auch schon mal so ein Anflug, da war ich aber noch rechtzeitig da und konnte auch am Telefon irgendwie beschwichtigen, jetzt also keinen Unsinn zu machen. Und das war dann halt so weit, das wurde dann immer schlimmer mit den SMS und dann bin ich halt hier zur Autobahnpolizei, wo ich gerade gelesen habe, Polizei, und habe mir dann die Nummer von der Stadt, wo ich wohne, geben lassen und konnte dann von der Wache auch telefonieren. Und es gibt so ein paar Plätze, wo ich weiß oder wo ich dachte, wo sie vielleicht sein könnte. Und was stand denn in diesen SMSen drin, die sie dir geschickt hat? Ach, da stand dann drin, die war eigentlich an dem Abend mit einer Freundin verabredet und die erste SMS war so, hatte keinen schönen Abend, hab der und der abgesagt und ich will nicht mehr leben und so ging es dann immer weiter. Und dieses geht schon so lange, eine ganze Weile so, dass sie... Das ist jetzt die letzten 2 Wochen. Man muss dazu sagen, sie ist vor 3 Wochen aus der stationären Psychiatrie rausgekommen. Sie hat also war 12 Wochen drin und war auch Ende letzten Jahres schon mal 12 Wochen drin stationär. Ach so, das heißt, da ist schon ein seelisch-psychisches Problem, liegt davor. Ist bekannt und liegt vor. Und was kann man das benennen als Krankheit oder... Ja, also ich würde sagen jetzt so, also sie ist früher missbraucht worden von ihrem Großvater sehr lange und sie kommt aus den neuen Ländern und ist dann vor 1,5 Jahren zu mir gezogen in den Westen
weil ihre Eltern auch hier wohnen, also ihr Stiefvater, ihre Mutter und ja. ihr Bruder wohnen auch in der Stadt, wo ich wohne. Und ihr seid auch jetzt so lange zusammen, anderthalb Jahre? Drei Jahre. Jetzt eigentlich schon zusammen, ja. Und das hat sich dann, ich habe das erstmal so ja im Nachhinein so mitbekommen, was sie für Probleme hatte. Sie konnte das unheimlich gut alles überspielen. Das war am Anfang gar nicht so klar. Verstehe. Das hat sich dann so peu à peu entwickelt und ich habe sie, also ich selber habe auch Therapieerfahrung, keine stationäre, aber ambulante, auch über 6 Jahre und hab sie dann dazu gedrängt, auch doch mal in so eine Beratungsstelle zu gehen und irgendwann sind wir dann halt mal bei so einem stationären Aufenthalt gelandet und der erste stationäre Aufenthalt, da hat sie über den Missbrauch noch gar nicht geredet, der kam dann erst im zweiten stationären Aufenthalt. Also da ist eine ganze Menge offensichtlich Schlimmes passiert in der Vergangenheit. Was ist passiert letzte Woche Donnerstag auf Freitag? Ja, da ist er halt, hat sie sich halt ein Messer mitgenommen aus der Küche und ich muss dazu sagen, ich habe davor zwischen den beiden Therapieaufenthalten, habe ich sie einmal wirklich, ich wohne in der Dachwohnung mit ihr und da war sie dann schon mit einem Bein auf dem Dach, also ich bin überzeugt, die wäre gesprungen. Ich habe sie dann gerade noch hinten so am Gürtel gehalten, ich war in der Küche und das klackt ja immer so, wenn du so Dachfenster aufmacht und da höre ich das. Und was ist genau vorige Woche passiert? Sie hat ein Messer mitgenommen, wohin hat sie es mitgenommen? Ja, sie ist rausgegangen und dann, sie hat dann mit mir telefoniert und hat mir das alles gesagt und dann höre ich auch noch, wie sie den Schlüssel im Briefkasten schmeißt, so, wie sie sagt, sie schmeißt jetzt da alles rein, ich sehe es dann nicht mehr wieder. Und dann ist sie dann auch immer, ja, nicht stark, aber sie trinkt dann immer so 3-4 Flaschen Bier oder so, das langt dann, um dann komplett irgendwie auszuticken. Ja, und dann habe ich das versucht, dann kam, es waren insgesamt 18 SMS und... Ja, Moment. Wir sind bei dem Gespräch. Ihr beide telefoniert miteinander. Sie hat den Schlüssel in den Briefkasten geworfen. Ja, sie sagt, ich habe ein Messer dabei. Wie ging das weiter? Ja, und dann habe ich halt versucht, irgendwie sie zu beruhigen und habe gesagt, komm, ich bin bald da und mach keinen Scheiß. Und dann wurde das aber immer schlimmer. Dann ist sie nachher auch, hat sie aufgelegt und ist auch nicht mehr ans Telefon gegangen. Und dann war sie wohl bei uns. Wir haben zwei Flüsse bei uns in der Stadt, große und... Zwei was? Flüsse. Ja. Den Neckar und den Rhein. Ach, Flüsse. Flüsse, ja. Und was hat sie gemacht? Ja, im Endeffekt hat sie nichts gemacht, ja. Aber es war ganz kurz davor. Das kann ich immer schlecht sagen, aber ich krieg dann halt Angst und ich bin nicht da und ich bin nicht. Also sie ist da mit dem Messer, ist sie zu den Flüssen. Sie hat dann halt geschrieben, sie schlitzt sich jetzt auf und so Sachen, ne? Und also mir blieb dann nichts anderes übrig. Ich habe dann zwar noch den Bruder erreicht, aber der meinte, er hätte jetzt vor Sonntag keine Zeit. Und du hattest Angst, dass sie in einen der Flüsse geht, oder? Ja, sie hat doch geschrieben, ich gehe jetzt baden, dann bist du nicht los und sonst feier dann eine Party und so Sachen. Also du kannst dann auch nicht mehr rational diskutieren mit ihr, das geht nicht. Also das ist ja die Hölle. Du bist irgendwo weit weg, viele Kilometer entfernt. Ja, genau. Und kannst dann gar nichts machen und dann legt sie auf. Und wie hast du dich denn weiter verhalten? Bist du dann dennoch nach Hause gefahren oder was hast du gemacht? Ja klar, also ich muss ja meine Tour zu Ende fahren. Aber du hast die Tour erst zu Ende gefahren? Ja okay, also die ist dann auch in meinem Wohnort wieder zu Ende. Das geht dann nicht anders. Also ist klar. So, das ist ja eine permanente seelische Belastung. Ein extremer Stress für dich. Ja, und das Problem ist, und weswegen ich eigentlich anrufe, weil ich nicht mehr weiter weiß. Ja. Also die Polizei hat sie dann in so eine geschlossene Anstalt gebracht. Und da ist jetzt drin, habe ich jetzt auch zweimal besucht. Und man muss sagen, dass ihre Familie halt auch überhaupt kein Rückhalt ist. Also die projizieren auch nur, da liegt ganz viel der Schuld für mich auch in der Familie und die sind halt keine Hilfe. Und ich bin jetzt halt der Einzige, irgendwie die einzige Anlaufstelle für sie. Und ich kann nicht mehr, also ich weiß nicht mehr weiter, ja. Wie ich dann heute da war, also oder auch letzte Woche schon mal auf der Station, das ist so wie in dem Film, einer flog übers Kuckucksnest. Die laufen da alle so ruhig gestellt rum und haben so einen apathischen Blick drauf. Ihre Medikamentation wurde jetzt auch geändert. Wie fühlt sie sich denn da? Was sagt sie? Ja, heute hat sie gesagt, sie ist kurz vorm Durchdrehen. Also ich finde, sie passt jetzt auch auf diese Station nicht rein, weil das ist jetzt so eine akute Station, wo halt gefährdete Leute drauf reinkommen erstmal. Gibt es denn einen Arzt eures Vertrauens, einen Hausarzt oder einen Psychiater in eurem Umfeld, mit dem ihr... Also eigentlich weniger. Das Blöde ist, dass da, wo sie jetzt in der letzten stationären Behandlung war, der Arzt praktisch parallel mit ihrer Entlassung auch das Krankenhaus verlassen hat und in ein anderes Krankenhaus gegangen ist, weil er dann eine bessere Stelle hatte. Ja. Es gibt keinen Hausarzt, den ihr habt. Also das ist so ein alter Mann, der schreibt jetzt noch krank, aber mit dem kannst du da auch nicht richtig reden. Ja, da wollte ich gerade darauf hinaus, es wäre natürlich gut, wenn man so einen Arzt an seiner Seite hätte, der einen berät. Ja, das Problem ist, das sind überall Wartezeiten. Ich habe auch bei meinem Therapeuten, bei dem ich immer mal angerufen, der hat keinen Platz frei und überall, das geht 3 Monate, 6 Monate, ja. Selbst da, wo sie jetzt vorher war in der Klinik, da kommst du auch nicht so ohne weiteres rein. Wie lange ist es denn geplant, dass sie jetzt in dieser Klinik bleibt?
Ja, also in der Station, also Sie sagen, auf der Station selber sagen wir, das kann man jetzt noch nicht genau sagen. Die sind auch nicht besonders auskunftsfreudig da. Mhm. Und wenn, kannst du sie ja auch innerhalb dieses Riesenkomplexes verlegen, in eine offene, wo dann auch wieder Therapiemöglichkeiten bestehen. Also ist es nur offen, im Klartext? Es ist ein absolut offen, mhm. Ja. Aber und da sie so akut gefährdet ist, ist es ja wahrscheinlich ganz gut, dass sie in einer Klinik ist. Oder siehst du es anders? Generell schon, aber nicht auf dieser Station. Nicht auf dieser Station. Das ist wirklich schlimm. Die laufen dann nur rum und, mhm. und versuchen dir dann, wenn ich da bin, halt Zigaretten abzukaufen. Mhm. Oder also der eine erzählt, der ist Pilot und er baut jetzt U-Boote und er wird sie dann gerne als Sekretärin einstellen. Mhm. Das ist also total abgefahren. Du hast die große Sorge, dass es deiner Freundin, dass sich der Zustand letztendlich da noch verschlimmert. Ja, sie saß heute dann da und sie hat eigentlich abgeschlossen, sagt sie. Also das ist jetzt Endstation für sie. Ne? Mhm. Und in den Therapien, die sie davor gemacht hat, da war halt auch so Eskrima, so ein bisschen Bewegungstherapie dabei und Malen und das kann sie unheimlich gut. Und ja, du bist und letztendlich der einzige Anker nach draußen und genau. Letztendlich auch der einzige Halt für sie, weil sonst niemand im Umfeld da ist. Keine Familie, keine Freunde, auch kein Arzt, niemand. Niemand, die du gebrauchen kannst. Verstehe. Und du selbst hast auch schon psychologische, therapeutische Erfahrungen, das heißt, du... Ich kenne mich damit. Also ich, klar, das, ach, irgendwie habe ich, wie ich sie kennengelernt habe, habe ich gedacht, ach, das ist genau so ein gefallener Engel wie ich. Mhm. Und es gab so einige Parallelen in dem, was man so erlebt hat in der Jugend und in der Kindheit und das hat mich auch so ein bisschen so an wie, ja, das hat mich so angezogen. Das Aber auf jeden Fall fühlst du dich jetzt überfordert. Ich fühle mich überfordert, weil ich auch sagen muss, ich habe auch noch 3 Kinder von 2 Frauen. Meine 2 sind schon relativ erwachsen, aber habe noch einen kleinen Sohn von knapp 6, um den ich mich halt auch viel kümmere. Oh ja, oh ja. Und es bleibt auch keine Zeit für mich. Also ich brauche ja auch so meine Zeit für mich. Und du arbeitest nachts? Und ich arbeite fast nur nachts, ja. Das kann man ja nicht schaffen. Das kann man wirklich nicht schaffen. Pass mal auf, Sven, das ist jetzt so speziell und so fachbezogen. Also was ich vielleicht wissen wollte, vielleicht gibt es auch jemanden von den Leuten, die zuhören oder zuschauen, also gute Kliniken, wo man vielleicht auch mit so Notfällen dann, das muss ja jetzt nicht alles bei mir im Ort sein oder in der Nähe, also Hauptsache gute Adressen, also ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ja, ja, also gute psychiatrische Kliniken. Genau. Ja, also ich finde, jetzt müsstest du sowieso eine Fachberatung haben. Dafür ist meine Psychologin im Hintergrund da. Also es geht jetzt einmal darum, dir noch ein paar gute Adressen an die Hand zu geben von wegen wirklich guter Kliniken und Häusern. Aber es geht auch darum, gemeinsam zu überlegen, wie du stabilisiert werden könntest in der ganzen Situation. Das, ja, wie ich da auch vorgehe, wie man so vorgeht, ja. wenn der Partner in so einer geschlossenen genau, Anstalt ganz genau. Ist, und das weiß ich nicht und das weiß aber meine Psychologin. Die Seite, das weiß ich auch überhaupt nicht. Genau, deswegen da muss jetzt eine Fachberatung ran. Auch was deine Kompetenzen sind, was du verlangen kannst, welche Auskunft du einfordern kannst und ob du darauf bestehen kannst, dass sie da verlagert wird, verlegt wird und so weiter. Genau. Gibt es eine, ihr seid ja nicht verheiratet. Nee. Gibt es irgendeine Vollmacht? Bis jetzt habe ich da nichts, also gar nichts. Na gut. Ich weiß auch nicht, ja, wie das dann, ob man dann doch mit den Eltern wieder Kontakt aufnehmen muss. Ja. Wie das klären wir erstmal alles im Hintergrund. Mhm, ja? Okay. Lieber Sven, du legst auf und wirst von Simone, das ist meine Fachfrau heute Nacht, zurückgerufen und dann könnt ihr alles weitere im Detail besprechen. Okay, prima. Alles Gute und toi, toi, toi euch. Ich danke dir, Jürgen. Ciao. Alles Gute, tschüss. Und weiter geht's mit Mario und Mario ist 44. Hallo Mario. Hallo, Domian. Ja, hallo Mario. Als erstes gleich mal zu deiner ersten Anruferin. Ja. Der würde ich empfehlen, sich in der Gegend, wo sie wohnt, einen Betreuungs- oder Hilfsverein zu suchen. Die kümmern sich darum, dass Menschen in sozialen Belangen unterstützt werden und setzen sich mit Behörden und sowas auseinander. Das ist immer eine sehr gute Hilfe. Ich selber habe auch so etwas im Hintergrund und Kann also sagen. Dann würde ich dich bitten, vielleicht nach der Sendung nochmal kurz für uns zur Verfügung zu stehen. Dann würden wir dich nochmal anrufen, dann kannst du uns so ein paar Details noch geben. Die schreiben wir auf und geben dann die Sachen an die Maureen weiter. Ja. Ne? So machen wir das. Genau. Und der Grund, weshalb ich also anrufe, ist, ich denke, ich bin der Pechvogel der letzten Woche, weil ich habe am 6.10. 5 richtige im Lotto gehabt. Ja. Mit Zusatzzahl und Superzahl. Wow. Und wow. Erstmal habe ich mich auch gefreut.
und habe... Ich ahne schon, dass jetzt was Schlimmes kommt. Erzähl. Ja, ich habe letzte Woche Montag bis mittags gewartet, um zu gucken, wie viel ich ungefähr gewonnen haben könnte. Mhm. Und habe dann da auf Videotext geguckt und bin dann relativ zuversichtlich zu meiner Lottoannahmestelle gegangen. Ja, um wie viel Geld ging es denn da? Um 28.380 Euro. Das ist eine Stange Geld, aber ich hätte jetzt noch mehr erwartet. Ja, ich hatte ja nur 5 richtige. Ja, aber mit Superzahl und Zusatzzahl und wie diese ganzen Zahlen da heißen. Na okay, also 28.000... Wenn man 5 richtige ohne Superzahl und Zusatzzahl hat, dann wären es nur 1.800 Ach so. Ich kenne mich da nicht so aus. Okay, also 28.000 Euro. Hm? Genau, und ich gehe dahin hier bei uns in Bielefeld zur Lottoannahmestelle und lege den Schein vor und dann sagt die Dame zu mir, ja, Sie haben 2,50 Euro gewonnen. Und ich sage, das kann doch nicht sein. Ich habe doch 5 richtige mit Zusatzzahl und Superzahl. Mhm. Da sagt sie, ja, das mag sein, aber Ihr Schein ist vor einer Woche abgelaufen. Und das hat mich so geärgert, weil ich... Das ist ja der Klassiker. Das ist ja sowas, was man eigentlich sich immer nur in Filmen ausdenkt oder so. Ja, aber mir ist es wirklich passiert. Also das war so ein Dauertippschein irgendwie oder für ein paar Wochen hast du den gekauft? Genau, aber es war jetzt so, ich war am 28. Des Vormonats einkaufen und hatte dann den Lottoschein, wollte ich verlängern lassen und der wurde nicht angenommen, weil der Zettel schon etwas zerbröselt war und dann habe ich in der Annahmestelle einen neuen Schein gemacht und statt die 4 Wochen, wie ich sonst mache, habe ich nur eine Woche angefreut. Und die Woche war schon rum. Ich habe die ganze Woche den Schein bei mir an der Korbwand hängen gehabt. Mario, das ist aber ein Ärger. Das gibt's ja gar nicht. Das ist aber wirklich ein Ärger. Ja, das ist aber wirklich ein Ärger. Ja, vor allen Dingen, ich bin Frührentner, ne? Da kannst du dir vorstellen, ich habe 820 Euro Rente im Monat. Wie gut du es hättest gebrauchen können. Und es hätte den richtigen getroffen. Das denke ich, ja. Mann. Also ich war sowas von enttäuscht und entsetzt. Also, aber ich bin ja ein genügsamer Mensch. Ich habe mich relativ schnell damit abgefunden. Das Schlimme ist, man kann ja überhaupt gar nichts machen. Man kann auch niemandem die Schuld geben. Nein, nur mir selber. Nur dir selber, genau. Ja. Sei froh, dass es nur 28.000 waren. Stell dir mal vor, das wäre ein Sechser gewesen und hättest da ein paar Millionen eigentlich gewonnen. Naja, aber das Blöde... Das wollen wir uns gar nicht vorstellen, wie man sich dann geärgert hätte. Das Blöde für mich ist ja, Domian, ich habe vor einem Jahr die private Insolvenz gemacht und ich hätte mit diesem Geld das Ganze auslösen können. Hätte, Ja, ich verstehe. Wäre alles quitt gewesen und... Das heißt, das wäre eine extreme Lebenserleichterung gewesen. Ja, auf jeden Fall. Du hättest das Geld in deine Schulden gepumpt und du wärst schuldenfrei gewesen. Mhm. Genau. Wie viele Schulden hast du noch? Da ist im Grunde jetzt gar keine mehr, weil es ist ja so, das eine Jahr ist rum und die gerichtlichen Sachen sind sozusagen vorbei. Mhm. Und jetzt habe ich nur noch die 6 Jahre Verhaltensperiode. Verstehe. Aber es waren 20.000 ungefähr. Aber du hättest dich aus diesen 6 Jahren quasi rauskaufen können, indem du das Geld da reingepumpt hättest, ne? So funktioniert das. Ja. Genau. Mensch, das tut mir aber wirklich leid, Mario. Ja. Das tut mir wirklich leid, da kann man gar nichts anderes zu sagen. Ja, es war aber, wie gesagt, meine eigene Doofheit. Ja, na sicher. Also. Und ich hab morgens um 6 Uhr, da kommt bei mir hier immer jemand vom ambulanten Dienst und weil ich ein offenes Bein habe, das muss versorgt werden und dann habe ich zu dem gesagt, weil er der Erste war, der mir begegnete an dem Wochenende, stellen Sie sich vor, ich habe 5 richtige und und habe dem das freudestrahlend erzählt und jetzt letztes Wochenende kam der wieder zu mir und fragte, ja Mensch, was ist denn jetzt geworden? Und dann muss ich dem Kleinen auch sagen, ja, es ist nichts gewesen, weil ich aber man kann ja vielleicht ein paar Tagen so traurig sein und die Wunden lecken, aber irgendwann muss man sagen, okay, es war so, es soll so sein und nur ist es so, wie es ist. Ich bin traurig war ich deswegen jetzt nicht. Ja. Ich bin auch relativ, es hat mir jetzt nicht, sag ich mal, die Woche oder den Tag verdorben. Ja.
sondern also es war halt so, dass ich mir gedacht habe, Mensch, wie kannst du denn so blöd sein, dass du das selber nicht gesehen hast, weil ich habe es bis zu dem Moment, wo ich in der Lottoannahmestelle stand, nicht gesehen und erst wo die Dame von der Lottoannahmestelle das sagte. Also ich glaube, dieser Fehler wird dir nicht mehr passieren. Ja, da gehe ich auch von aus. Lieber Mario. Diese Zahlen werden nicht mehr kommen. Man weiß es nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass die noch genau die Zahlen nochmal kommen. Das stimmt schon. So, ja. Kopf hoch. Es geht irgendwie jetzt auch weiter. Mein Schalter lässt sich nicht unterkriegen. Und genau. Und wir rufen dich nachher nochmal an, wegen der Infos für die Muren. Ne? Okay. So machen wir es. Mein Lieber, bis nachher. Alles Gute. Tschüss. An dieser Stelle, ihr Lieben, nochmal unser Thema für morgen. Morgen heißt unser Thema Jung und vom Schicksal getroffen. Ich möchte mich mit jungen oder auch sehr jungen Leuten unterhalten, denen das Schicksal übel mitgespielt hat, die vielleicht einen sehr schweren Unfall hatten, die in sehr, sehr jungen Jahren konfrontiert, ganz plötzlich und unerwartet konfrontiert wurden mit dem Tod, vielleicht die in ihrer direkten Umgebung oder die auch ganz unerwartet eine Erkrankung bekommen haben, obwohl sie ganz jung sind, die man so eigentlich in jungen Jahren gar nicht bekommt. Und danach hat sich das Leben komplett verändert oder ist es in eine andere, zumindest in eine ganz andere Bahn gelaufen. Jung und vom Schicksal getroffen, das ist unser Thema. Morgen, ihr könnt rund um die Uhr wie immer mailen oder uns ab 0 Uhr morgen anrufen. Ab 0 Uhr sind die Leitungen immer geschaltet. Hier ist die Melanie, auch eine ganz junge Frau, ein junges Mädel noch, 15 Jahre. Hallo Melanie. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Ja, also ich war letztes Jahr, im Sommer war ich im Urlaub und da habe ich halt eben im Suff, bin ich mit dem Animateur dort ins Bett gegangen und kurze Zeit drauf war ich halt eben schwanger von ihm. Und Moment mal, da warst du 14 Jahre voriges Jahr. Ja. Und der Animateur war wie alt? 20. Das ist dann schon nicht mehr. Und er wusste auch nichts davon. Und ja, dann war ich halt eben alleine da und schwanger. Und da habe ich das halt eben auch meinen Eltern erzählt. Und auch einer besten Freundin, der Lisa. Und ja, dann war halt eben, mein Papa ist total ausgerastet zuerst, aber dann haben die das auch so hingenommen, wie es ist und mir auch geholfen. Was heißt geholfen? Ja, mich halt eben unterstützt, während ich auch nicht in der Schule war und so. Haben die denn Anzeige erstattet gegen diesen Animateur? Ich meine, du warst ja eine minderjährige Person. Ne, ich glaube, die haben gar nicht so weit gedacht. Ja. Also. So, du warst schwanger. Was ist aus der Schwangerschaft geworden? Ja, also, ja, wie gesagt, ich war halt eben 8 Monate schwanger. Nicht 9, weil Frühgeburt, das war halt eben noch mehr problematisch. Ja. Also das Kind ist auf die Welt gekommen. Ja, ja. Ich hab's also jetzt. Ach so, du bist ja. Jetzt im Moment auch? Nee. Wo ist es? Ja, im Bett. Im Bett. Aber es ist bei dir, es lebt bei euch in der Familie und bei dir, das Kind. Ja, auf jeden Fall. Und alles ist gut und alles ist gesund. Also das Kind ist schon gesund. Ja, aber? Du nicht? Ja, halt. Ja, ich schon, ja. Es ist schon jeder gesund, nur ich bin jetzt auch auf einer Samtschule, weil Gymnasium konnte ich nicht mehr packen. Ich war ja längere Zeit nicht mehr in der Schule und habe das dann überhaupt gar nicht mehr auf die Reihe gekriegt. Und jetzt versuche ich halt eben immer noch in der Schule zu lernen und so. Und ja. Haben deine Eltern dann, als sie das dann erfahren haben, voriges Jahr, als du gesagt hast, dass du schwanger bist, haben die zuerst geschimpft mit dir? Ja, also mein Papa schon, meine Mutter auch zuerst so ein bisschen, aber dann hat sie halt eben zu mir gehalten. Dann haben die gesagt, gemeinsam schaffen wir das schon. Ja, genau. So. Und es wurde nie an den Vater herangetreten? Nein, überhaupt nicht, weil... Ja, wie soll man den ausfindig machen? Man hätte ja vielleicht so bei dem Reisebüro fragen können das mit der Anlage und so. Das kann man schon. Warst du denn da mit deinen Eltern oder warst du alleine mit einer Jugendgruppe da? Ich war mit meinen Eltern da. Ach, du warst mit deinen Eltern sogar da? Das heißt, die Eltern haben... Ja, dann haben die Eltern den doch auch mal gesehen,
wenn das ein Animateur da war? Ja, natürlich. Das heißt, die kennen den, also kann man den auch ausfindig machen? Ja. Ne? Eigentlich? Eigentlich schon. Ja, eigentlich. Ja, also eigentlich gehört er angezeigt, weil er sich mit einem 14-jährigen Mädchen eingelassen hat. Das, da fängt es schon mal an. Ja, da haben Sie auch nochmal recht, aber... Ist alles nicht, ist nicht passiert. Ich weiß auch nicht, warum. Mhm. Auf jeden Fall, du, und ist es ein Mädchen oder ein Junge? Ein Mädchen. Ein Mädchen. Ja, die heißt Laura. Die Laura und du, ihr wohnt bei deinen Eltern. Ja. Und das ist schon mal alles gut. Aber dich bedrückt, dass du mit der Schule nicht so jetzt richtig weiterkommst und da ein bisschen hinterherhängst? Also ich bin dann wieder einen Monat bin ich da kurz hingegangen, habe gemerkt, ich komme mit dem Stoff nicht mehr und habe jetzt dieses Jahr auf die Gesamtschule gewechselt. Mhm. Und meinst du, dass du da jetzt wieder Tritt fassen wirst auf der Gesamtschule? Ja, die sind ziemlich, also den Stoff hatte ich, den wir jetzt im Moment haben. Ah ja, das heißt, hatte ich schon, ja. Das heißt, da sind ganz gute Voraussetzungen, dass du wieder so in den Schulablauf reinkommst. Ja. Mhm. Dann kann ich dann vielleicht auch wieder versuchen, zum Abitur zu kommen. Solltest du unbedingt machen. Warum hast du mich angerufen? Ja, ich wollte das halt eben mal erzählen. Vielleicht geht es ja auch mehreren Leuten so, mhm. Also mehreren Kindern, denen das so passiert ist. Ja. Ja. Und was würdest du denen gerne sagen wollen? Ja, dass sie halt eben nicht aufgeben sollen. Mhm. Dass es immer einen Ausweg gibt. Mhm. Gab es denn da voriges Jahr mal so kurzfristig die Überlegung, dass du das Kind nicht bekommen sollst? Ja, ich habe überlegt abzutreiben, aber dann habe ich mir auch gesagt, es sind schon so viele Menschen weniger und ich will ja auch ein Kind. Mhm. Also auch wenn es so früh jetzt ist. Mhm. Ja, ist natürlich wirklich sehr früh, aber dann kannst du irgendwann mit deiner Tochter in die Disco gehen, dann fällt das gar nicht auf, dann sieht das so aus, als wärt ihr Freundin. So, ja. So in 15, 16 Jahren, dann bist du mal gerade schlappe 32 oder so und die Kleine ist auch schon 16. Ja, dann kann ich sie heimlich beschatten. Ja, genau. Dann kannst du sie heimlich beschatten. Ja. So tagsüber kümmert sich dann deine Mama um die Kleine, wenn du zur Schule gehst? Nur morgens. Nur morgens. Aber das kriegst du so geregelt, dass du deine Schule machen kannst, dass sich jemand kümmert und nachts auch einigermaßen pennen kannst. Also das hast du im Griff alles. Ja, also sie ist eigentlich auch sehr ruhig. Ja. Ja, also ich hätte mir das stressiger vorgestellt. Also ein pflegeleichtes Kind. Ja, doch schon. Ja. Wie ist das denn bei dir so? Machst du dir darüber Gedanken, dass die Kleine nicht weiß, wer der Vater ist? Ja, also ich habe mir überlegt, wenn sie so jetzt in meinem Alter ist, vielleicht ein bisschen jünger, dass ich ihr dann sage, wer es ist. Oder vielleicht habe ich ja bis dahin wieder einen anderen Freund, der mir dabei hilft. Und dann kann sie ihn ja als Vater vielleicht auch akzeptieren. Ja, ja. Also ich finde das sehr tapfer, was du da machst. Ja. Und ich finde schon, ich sage das nochmal, vielleicht kannst du es ja auch mal weitergeben, deine Eltern. Ich finde es toll, dass deine Eltern sich natürlich um dich kümmern. Das ist ja letztendlich auch ihre Pflicht, aber es ist ja auch nicht selbstverständlich. Manche Eltern würden das nicht machen. Aber ich finde, deine Eltern hätten auch die Pflicht gehabt, diesen Mann anzuzeigen. Wenn er sich in deinem Fall mit einem Kind oder mit einem ganz jungen Mädchen abgibt, wird er das immer wieder auch tun. Und ich finde, solche Leute gehörten einfach bestraft. Ja, aber vielleicht war das auch einfach nur, weil er war besoffen, ich war besoffen, wir beide waren halt eben besoffen. Ja. Ja. Weißt du, dir mache ich keinen Vorwurf. Du warst da noch so jung und du hast das gar nicht überblickt, was da passieren könnte. Aber ihm mache ich den Vorwurf. Er war schon in einem Alter, wo er das hätte wissen müssen. Ja. Da gibt es keine Entschuldigung, auch nicht mit dem Alkohol. Da muss man klare Linien ziehen. So, wie auch immer, das ist eure Entscheidung, was ihr da macht. Ich finde wichtig, dass die Kleine gesund ist, dass ihr wohl aufgehoben seid. Und ich finde super, super wichtig, Melanie, dass du deine Schule durchziehst. Denn das ist deine Zukunft, dass du irgendwann einen guten Job hast und dann auch für dein Kind sorgen wirst können. Ja. Mit dem Abitur ist natürlich eine gute Idee. Was ist denn dein wäre denn dein Traumberuf? Tierärzt. Auf jeden Fall. Ja. Ja, toller Beruf. Das ist schon, seit ich ganz klein bin, will ich Tierärztin. Dann musst du auch Tierärztin werden. Ja. Dann, wenn man so einen Traum hat, muss man auch ganz klar auf diesen Traum zugehen und ich glaube, das wirst du dann auch schaffen.
Ja. So, jetzt wünsche ich dir und deiner Kleinen von Herzen alles Gute und viel Erfolg in der Schule. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Hier ist April 24. Eine Frau. Ja. Die wahrscheinlich extrem müde ist, zu fragen, zu antworten, warum heißt du April? Ich heiße nicht April, ich heiße April. Ach, April. Entschuldige bitte. April. Aber das heißt ja auch April, oder? Ja, genau, aber wird Englisch ausgesprochen. Wird Englisch ausgesprochen und im Englischen oder Amerikanischen ist das ein üblicher Name? Weiß ich gar nicht. Also ich weiß auch nicht, aber es ist so. Ja, genau. Ja. April. Ich habe mir fällt ein, ich habe eine sehr nette Kollegin, die hat ein süßes kleines Kind bekommen, das heißt Juli. Also ja, geht das ja auch, ne? Genau. Und du heißt April. Genau. Liebe April, Mann, wir verplaudern uns, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Erzähl, um was geht es? Ja, es geht darum, ich wollte einfach mit jemandem mal sprechen. Mein Vater ist vor 2 Wochen gestorben. Mhm. Und 2 Tage später hatte ich Geburtstag und ein Tag nach meinem Geburtstag war dann der 4. Todestag meiner Mutter. Mhm. Und das ist jetzt alles so auf einen Schlag und ich musste auch alles organisieren. Ich habe jetzt eine jüngere Schwester, aber die konnte da leider, die kann das auch nicht so gut so organisieren und er ist halt nicht in Deutschland gestorben. Er musste also rücküberführt werden nach Deutschland. Mhm. Woran ist dein Vater gestorben? Also ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, also sein Hausarzt meinte, es war wohl ganz schnell, es war wohl so eine Art Herzschlag, also wirklich Sekunden. Ich gehe mal davon aus, dass dein Vater gar nicht so alt war, wenn ich mir dein Alter angucke. 68. 68, Also nicht wirklich sehr alt. Ja. Ja, und das... Und die Mutter ist auch schon einige Jahre tot. Ja, sie war 53, ist genauso schnell gestorben. Also keine der beiden war krank. Es war jetzt jedes Mal einfach ein Riesenschock, weil man damit überhaupt nicht gerechnet hat. Ja, und das ist so jetzt, nach meiner Mutter habe ich auch eine Trauerbewältigungstherapie gemacht. Das hat auch eigentlich sehr gut geholfen. Und jetzt merke ich irgendwie bei meinem Vater, ich fühle mich so leer. Ich kann kaum weinen, ich funktioniere irgendwie einfach nur. Hat denn die Bestattung schon stattgefunden? Also die Trauerfeier wird eingeäschert, also eine Feuerbestattung und das hat noch nicht stattgefunden. Das dauert jetzt auch schon halt 1,5 Wochen oder so. Das heißt, ich glaube, wenn man so in, das ist so eine ganz merkwürdige Zeit von dem Tod des Menschen bis zu der Beisetzung. Das ist so ein, ja, es ist irgendwie so eine Zeit, glaube ich, wo man gar nicht wirklich bei Sinnen ist. Nee, ich arbeite auch seit heute wieder und alle Kollegen sprechen mich natürlich an und ja, Mensch, April, schön, dass du wieder da bist und so. Und das ist auch alles ganz lieb gemeint und fragen die natürlich alle, wie geht's dir? Und es ist natürlich sehr lieb gemeint, aber... Aber man kann gar nicht antworten, wie es einem geht. Nee. Ich glaube auch, dass das wirkliche Begreifen erst viel später anfängt. Ja. Und auch das Trauern erst viel später anfängt. Dass das ja eigentlich jetzt immer noch so eine Schockzeit ist, in der du lebst. Ja, ich weiß es nicht. Das ist es ja. Ich weiß nicht, ob ich diesmal einfach so abgestumpft bin, weil es schon das zweite Mal ist. Ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie abgestumpft. Also das glaube ich nicht. Bei meiner Mutter war das irgendwie alles viel schlimmer. Da hatte ich einen richtigen halben Zusammenbruch dann. Vielleicht geht die Psyche und der Körper mit so einem Schock das zweite Mal auch anders um, aus Selbstschutz. Das kann natürlich sein. Das halte ich für möglich. Wie war denn dein Verhältnis zu deinem Vater? Ein sehr gutes. Ja, siehst du. Enges, ja. Also, jetzt weißt du ja, was für eine Dramatik oder was der Tod bedeutet. Und dass das Gehirn einfach einen Riegel vorschiebt und du hast den Eindruck, ich bin abgestumpft, was keineswegs der Fall ist. Das wirst du sicherlich in einigen Wochen oder Monaten dann auch erleben. Aber im Moment ist alles irgendwie wie paralysiert. Und ja, das kann natürlich sein. Mhm. Ja, liebe April, meine Sendung geht vorbei, das tut mir super leid. Aber wir rufen dich jetzt gleich nochmal an, das verspreche ich dir. In Ordnung. Bis gleich. Tschüss. Bis gleich. Tschüss. So, ihr Lieben, in der Technik war Stefan Waltershagen. Das war's für heute. Morgen heißt unser Thema Jung und vom Schicksal getroffen. Das passt jetzt auch zu April. Ich wünsche